Super, dass ihr da seid. Ihr habt mich wegen den Cosmopolitan US-Artikel angeschrieben, den ich kurz vorgelesen hatte oder teils übersetzt, dass ihr gerne noch mehr hören würdet und dass da ja auch so viele interessante Themen drin sind. Und deshalb dürft ihr euch aussuchen, ob ich euch in dieser Woche den Artikel All New 50 Sex Tricks vorlese aus dem September 2009 oder Sexy Craves aus dem Mai 2009. Einfach schreiben und bis Ende der Woche gucke ich dann, wer die meisten Stimmen hat und dann gibt es am Wochenende das Spezialthema. Okay, jetzt geht's direkt zum Essen über. Ihr wisst, heute gibt es Thunfisch mit Teriyaki und mit Salat. 45 Sekunden habe ich gestoppt. Die habe ich gebraucht, um die Thunfische aus ihrer Packung zu holen und von der Flüssigkeit zu befreien und hier reinzulegen und die Tomaten rauszulegen. Die Teriyaki habe ich gestern gekocht, das habe ich euch aufgezeichnet, aber ihr könnt die auch kaufen, bei Realkauf gibt es die in der Flasche fertig. Und dann legen wir direkt los. Wir klicken auf Starten. Weiter geht's. Ich fange an und mache einfach mal die Pfanne heiß. Ich meine, womit auch sonst. Jetzt mache ich die erstmal richtig heiß, weil ich will den Thunfisch gleich da reinlegen, wenn die sehr heiß ist, und den von beiden Seiten kurz anbraten. Und dann bestreiche ich den ein bisschen mit der Teriyaki-Soße. Warum ich die selber gekocht habe, aus der Flasche, ist die immer relativ dünnflüssig. Und das ist ja eigentlich so eine Art karamellisierte Soße, und so ist die, wenn man die selber gemacht hat. Das habt ihr gestern nicht gesehen, weil da war die noch heiß, dann ist die flüssiger. Und das sieht total toll aus. Und das riecht sehr malzig, weil da ja Sojasauce drin ist. Kann ich empfehlen. Kocht die mal nach. Ihr habt ja gesehen, dauert nicht lange. Die Pfanne ist gleich heiß, weil es Induktion. Währenddessen kann ich ja hier einfach schon mal die Tomaten ein bisschen in Scheiben schneiden. Weil ihr wisst das, ich bin da sehr unprätentiös. Salat heißt bei mir nicht immer hier irgendwas schnippeln, 50 Dressings machen und unpraktisch zubereiten, sondern einfach ein bisschen was klein schneiden. Nett ein bisschen Balsamico-Creme drüber und dann ist die Sache erledigt. Lege ich gleich so schön auf den Teller. Die Pfanne ist jetzt auch heiß. Sehr heiß sogar. Und jetzt geht's ab. Jetzt ist es immer noch ein bisschen nass. Wenn ihr den Fisch taucht, dann habt ihr das nicht so bei aufgetaucht. Ist das so, dann ist hier dann noch so ein bisschen Fischwasser drin. Jetzt muss ich mir abwaschen, das mag ich nicht an den Fingern haben, wenn ich die Tomaten anfasse. Ich stelle direkt die Platte ein bisschen runter, weil Thunfisch relativ empfindlich ist. Ich glaube, ich kriege das auch hin. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich Thunfisch mit diesem Kochfeld mache. Den Pfeffer tue ich mir da drauf. Muss man nicht, also es ist nicht sehr typisch, Teriyaki und Pfeffer zu kombinieren. Aber ich mag es. So, weiter geht's an der Tomatenfront. Also jetzt so Multitasking, desto besser ihr das könnt, desto schneller könnt ihr insgesamt die gesamten Gerichte fertig machen. So, jetzt tauche ich einmal den Wender, um den Thunfisch zu wenden. Okay. Jetzt geht es auch schon los. Hier die Hitze noch ein bisschen weg. Also ich habe jetzt auch 3. Es gibt bis Stufe 8. Müsst ihr bei euch adäquat anpassen. Wir sind jetzt bei 4 Minuten und jetzt gibt es hier oben schon mal die erste Schicht. Was bei der Soße wichtig ist, ist, dass ihr mit nicht so viel Hitze arbeitet, weil wenn die verbrennt,
dann ist sie ein bisschen bitter. Das Verrückte daran ist, ich mag das dann trotzdem. Ach ja, was mir einfällt. Sehr wichtig. Wir kochen viel mit Fisch. Der Hintergrund ist, dass der viele gute Sachen für uns enthält. Es ist aber so, wenn ihr das nicht mögt, ist es nicht unbedingt notwendig. Ihr könnt alles, was ich mit Fisch mache, auch immer mit Hähnchenfleisch zum Beispiel machen. So, das dauert jetzt einen Moment. Dann nehme ich mir nochmal hier die letzte Tomate vor. Den grünen Striezel, den schneide ich immer raus wegen dieser Kopfschmerzengeschichte. Das muss ich mal unbedingt recherchieren, ob das überhaupt der Wahrheit entspricht. Ich habe das nur irgendwo mal gehört und seitdem kommt das Ding weg. Aber müsste es nicht weg, könnte ich ja Zeit sparen. So, ihr Lieben, jetzt gibt es hier einmal ein bisschen nett Gas. Oh, I like it so much. Jetzt wäre es echt toll, wenn wir Fenster aufmachen könnten, aber dann ist es zu laut. Weil hier jetzt schon ein bisschen braun. Das finde ich nicht störend. Ich habe noch mal ein bisschen runtergestellt. Ich tue das jetzt von der anderen Seite hier drauf. Diesen lustigen Backpinsel habe ich übrigens vom IKEA. Und der ist super gut, weil damit kann man auch Fett in der Pfanne gut verstreichen, wenn man welches benutzen möchte. Und das möchte ich ab und zu. 6 Minuten 17 waren eben. Jetzt werde ich einmal die Früchte in der Mikrowelle heiß machen, die ich schon vorbereitet habe. Und einmal den Naturjoghurt aufmachen, weil so verrückt das erscheint. Ich mache den Nachtisch auch noch gleich. Und ihr werdet sehen, wir kommen da mit unserer Zeit super hin. Also gibt es schon mal für jeden einen Löffel oder zwei da rein. Ich wende jetzt nochmal den Fisch. Jetzt streiche ich auch keine Soße mehr nach, weil ja noch genug hier drin ist. Und er ist auch gleich fertig. Ja, jetzt fange ich euch an. Hätte ich jetzt eigentlich mit dem Kosmos sprechen sollen, oder? Ich freue mich schon so richtig auf das Workout, was wir euch vorstellen. Das heißt, ihr habt seit gestern die Einkaufsliste zur Verfügung und wer mitessen will, kann das tun. Jetzt machen wir noch den Nachtisch fertig. Das sind einfach nur die tiefgekühlten Früchte. Die habe ich einmal in der Mikrowelle getan mit 8 Gramm Zucker. Dass es 8 Gramm sind, weiß ich genau, weil die in 8 Gramm Einheiten abgepackt sind. Nicht, dass ihr denkt, jetzt hat die Alte das gewogen oder so. Damit es halt ein bisschen süßer ist, weil ich mein Stevia alle gemacht habe. Könnt ihr sehen? Jetzt kommt die warme Fruchtmasse hier rein. Jam, jam. Das riecht schon gut. Oh, das ist genug. Und jetzt noch ein bisschen Joghurt oben drauf. Ja. Jetzt tue ich den Fisch auf den Teller und dann dürft ihr zugucken, wie wir essen. Das passt nämlich schon. So, dann wollen wir jetzt mal essen und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Ciao!